Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf Dunlebert TV. Wir spielen heute Survival Fountain of the Youth. Ich habe damit auf YouTube schon angefangen. Ich glaube, die ersten zwei Folgen müssten schon draußen sein. Die dritte Folge fehlt euch noch und an dieser hier knüpft quasi das hier an. Es wird aber nicht allzu viel Spoiler-Alarm sein, solange ich es nicht absolut präsentiere, was wir da gemacht haben. Was unsere aktuelle Aufgabe ist, ist erstmal, baue ein seetüchtiges Schiff. Und da müssen wir einiges für tun. Hallo Albrak, schön, dass du da bist. Und zwar gehen wir mal eben ins Baumenü. Und da haben wir hier unter Schiffe die Möglichkeit, ein Floß oder ein Kanu herzustellen. Und beide benötigen verarbeitete Haut. Habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich vermute mal, dass man die von einem Wildschwein bekommt, was wir hier hinten schon mal gesehen haben, in dem Wäldchen da vorne. Das heißt, das Erste, was wir heute machen werden, ist einmal da vorne, das müsste ein Baum zum Kartografieren sein, den werden wir besuchen und gucken, ob wir da kartografieren können. Und dann werden wir entweder auf dem Hin- oder Rückweg, je nachdem, ob wir da durch müssen oder nicht, gucken, dass wir da mal ein Wildschwein erlegen und mal schauen, ob wir da die Tierhaut von bekommen. So, gucken wir mal schnell einmal die Werte an. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir haben ein paar Speere dabei, ein bisschen Zunder. Die Axt könnte ich einmal reparieren. Habe ich keine Steine für. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Muss ich gleich unterwegs nochmal Steine suchen. Der Rest ist soweit in Ordnung. Kohle haben wir dabei. Wir haben Essen dabei. Dann kann es losgehen. So, es fällt mir gerade auf. Ich glaube, die Helligkeit ist hier noch ziemlich hoch. Jawohl, die setzen wir mal wieder runter. Bringt eh nicht viel. Ich habe mir da die Aufnahmen jetzt nochmal angeguckt. Das wird dann eklig blau. Da müssen wir mal schauen, wie wir dann mit den Nachtsituationen umgehen. So, dann lasst uns mal schauen. Also ich würde sagen, als erstes das Ziel, den Baum da hinten. Bin mir auch nicht sicher, ob das vielleicht sogar der ist, den wir schon hatten. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir da ankommen. Ich laufe jetzt mal so ein bisschen querfeldein. Vorne ist zwar ein Weg, aber da sind diese komischen Kurzohrfüchse oder wie die heißen. Und ja, müssen uns ja nicht mit Sachen auseinandersetzen, die wir nicht unbedingt brauchen. Da oben ist noch ein Vogel. Ach, da ist das Nest von dem. Das heißt, der hat uns wahrscheinlich schon. Kommt der? Ja. Gut, ich habe ihn erwischt. Was ist das? Salbei brauchen wir nicht. Ja gut, dann komm. Wenn wir einen haben, nehmen wir ihn mit. Wenn ich ihn kriege. So. Ne, die Trophäe brauche ich nicht. Die ist mir zu schwer. Und die Feder eigentlich auch nicht. Ne, lassen wir bleiben. Was mir gerade noch auffällt, habe ich noch Kokosnüsse? Ne, lass uns da mal gerade welche mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ach, die habe ich schon. Gucken wir hier vorne nochmal. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Baum, bei dem wir noch nicht waren. Da sind keine dran. Da oben müssten noch welche dran sein. Und die sind auch noch da. So, nehmen wir die einmal mit. Oh, mein Steinschneider ist auch kaputt. Na, jetzt wird es aber. Baupläne. Nee, ist falsch. Ich brauche erstmal einen Stein. Nimm mal hier irgendwo was. Was ist das? Ach, die Habie. Ist die jetzt hier den ganzen Berg runtergerollt? Da hinten könnte ein Stein sein, wenn wir Glück haben. Nee, gehört alles zur Botanik. Ja gut, dann lassen wir das bleiben. Da hinten ist wahrscheinlich ein Krebs. Müssen wir erstmal damit klarkommen. Der Archivar, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Da ist ein Hühnchen. Die habe ich auch noch nie gefangen. Nehmen wir hier einfach die grünen Kokosnüsse vom Boden mit. Sollten wir auch genug zu trinken mit haben. Da ist eine Krabbe. Ne, eine Schildkröte. Die lassen wir auch mal in Ruhe. Mal überlegen, ob ich noch ein paar Blätter mitnehme. Ne, wir können zurücklaufen, wenn wir schlafen müssen. Jetzt geht es erstmal zum Baum. Oh, hier, warte mal. Das sind die großen... Ne, das... Oh, habe ich mich erschreckt. Ich dachte, das wäre so ein Kurzohrdings. Aber wir brauchen unbedingt... Die breiten Blätter, die nehmen wir alle mit. Weil die brauchen wir für einige Sachen, zum Beispiel unter anderem Medikamente und so weiter. Kein Problem, Archivar. Mich freut's, wenn du da bist. Auch wenn du nicht mit mir redest. Oh, das klingt so, als würde ich Ärger kriegen. Wo sitzt der denn? Ja, solange wir noch dürfen. Nee, jetzt geht's nicht mehr. Sieht ihn einer? Ich höre ihn, also ich bin mir sicher, dass er aus der Richtung kommt. Ach, der hängt wahrscheinlich hier hinter dem Felsen wieder.
Hier oben drauf sogar. So. Jetzt können wir hier das letzte breite Blatt noch mitnehmen. Ernten. Lange Stöcker. Nehmen wir auch noch mal einen Schwung mit, wenn es die Axt es zulässt. Natürlich nicht. Oh, ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch, um an den Baum zu kommen. Da ist schon wieder ein Nest. Kriegen wir gleich wahrscheinlich wieder Besuch. Da ist ein Stein. Lass mich in Ruhe. Ich tue dir nichts. So, irgendwie da hoch müssen wir. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Sieht ja auch interessant aus hier. Kann ja mal nichts machen. Doch, kann ich was mitmachen. Was ist das? Und die Hitbox ist kaputt. Ach, das ist der Baum des Kartografen. Dafür brauche ich allerdings ein Seil, was ich nicht habe. Kann man das herstellen? Wenn ja, woraus? Ja, Lianenseil. Aus einer Liane und einem Schwalmblatt. Hab dummerweise noch nichts gefunden, wo wir eine Liane rauskriegen. Den Baum kann ich nicht. Komm, wir reparieren jetzt erstmal kurz die Sachen. Baupläne. Steine. Craften. Da war eine Schlange. Sehr gerne, Albrax. Die suche ich schon was länger. Bis jetzt habe ich da noch nichts gefunden. So, jetzt müssten wir Steine haben und jetzt kann ich meine Axt reparieren. Ja, das Klettern war spannend. Baupläne. Steinschneider, den brauchen wir noch. Wenn ich kartiere, werden die Lianen mit eingezeichnet. Okay. Muss ich gestehen, habe ich mir, glaube ich, noch nicht gründlich genug angeguckt. Aber können wir ja mal gerade machen. Hier ist ja gerade nichts los. So, also hier sind auf jeden Fall keine Lianen. Und hier auch nicht. Und mehr habe ich bis jetzt noch nicht kartiert. Hier unten hatte ich noch mal was kartiert, aber da gab es nur Getier. Da war auch nichts. Ja, mal gucken. Vielleicht hier sind ein paar größere Bäume, die ich so noch nicht gesehen habe. Vielleicht haben wir ja hier irgendwo Glück. Mahagonibaum, Rinde und Stöcker. Der geht wieder nicht, aber da oben sind Bauwerke. Dann gucken wir uns die mal eben an. Kamel. Habe ich die da hingeworfen? Nee, ich glaube, ich war hier noch nicht. Kleiner Schlangentrank. Nehmen wir mit. Obsidian-Scherbe. Buch von Saint-Albans. Gucken wir uns das mal an. Da wird es denn drin sein, ne? Zeigt er mir gar nicht an. Habe ich das noch in der Tasche? Hier. Lesen. 10 Stunden. Okay, das machen wir dann, glaube ich, in der Nacht lieber. Aber hier ist das andere Ding. Also davon gibt es, das habe ich in der letzten Folge erfahren, 4 Stück. Wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist jetzt das dritte, was wir gefunden haben. Finde ich cool. Das heißt, es fehlt nur noch eins. Ja, dann kann ich jetzt auch kurz die Karte einmal zeigen. Wenn ich sie denn auf die Schnelle wiederfinde. Irgendwo hier war die drin. Ja. Da, genau, das ist sie. Und ich glaube, man konnte die auch hier irgendwo aufrufen, dass sie größer wird. Genau. Also, wir waren hier. Das hier ist der, wo wir aktuell unsere vorläufige Base drin haben. Das ist der auf dem Berg, wo wir in der letzten Folge waren. Und ich denke mal, bin ich jetzt hier oder bin ich da? Was ist denn das? Weil das sieht für mich eher wie eine Schlange aus, ne? Nochmal eben zurück. Ja, hier bin ich dann. Okay, aber viel mehr scheint es hier jetzt erstmal nicht zu geben.
schade eigentlich. Und dunkel wird es auch schon wieder. Ich hatte aber eine Fackel. Das hat geklappt. So, dann würde ich sagen, nein, jetzt bin ich in eine blöde Schlange reingelaufen. Das passiert nicht nochmal. Maragonibaum. Oh, da sind Tiere, die ich bisher noch nicht gehört habe. Palme. Da ist schon wieder einer. Nochmal Maragonibaum. Hier geht wieder nichts. Ist dann halt die Frage, ob ich mich jetzt einfach hier hinstelle und kartiere. In der Hoffnung, dass ich irgendwo einen Lianenbaum habe. Oder wo auch immer, mit dem ich herkriege. Ich vermute mal, dass es ein Baum ist. Weißt du was, ich habe doch genug Kohle. So kriegen wir auch... Weil ich könnte jetzt auch einfach das Buch lesen. Da wäre die Nacht doch auch vorbei. Wie ging das mit dem Kartieren nochmal? Da musste ich, glaube ich, auf M drücken. Ja, Kartierung. 2 Stunden 50. Das hat aber jetzt einen großen Bereich aufgedeckt. Wie kommt das denn? Und hier sehe ich Lianen. Na, guck mal an. Aktuelles Wetter ist Regen. Ja, komm, dann hauen wir uns jetzt mal das Buch rein. Kann ich mich hier irgendwo unterstellen? Hier sieht es nicht danach aus. Gucken, ob ich eben zu diesem Schlangenpalast wieder finde. Okay, das hat ja auf Anhieb funktioniert mit dem Kartieren. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool. Danke für den Tipp. Sind wir hier trocken unter dem Bogen? Mit T kann ich das nachgucken. Ja, dann können wir hier mal eben das Buch lesen. Ich meine, letztes Mal, als ich unten kartiert habe, stand ich sogar auf einer Höhe über 50. Aber es hat trotzdem irgendwie nicht geholfen. Na naja, gut, aber vielleicht war da halt einfach auch nichts in der Ecke. Hat das schon geklappt? Schaltet Laubköder frei. So, jetzt müsste es gleich wieder hell werden. Gucken wir mal eben, was wir gekriegt haben. Aufgrund der Stimme, Archibar, oder? Laubköder. Okay, aber da wir noch keine Angel haben, brauche ich da auch noch nichts mitmachen. Hier haben wir jetzt das Buch bekommen. Achso, das war für das Laubköder-Rezept. Und hier haben wir Punkte bekommen beim Fischen. Und fürs Reparieren. Ja, cool. Okay. So, also Ziel sind Lianen. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt genau in diese Richtung laufen. Dann sollte ich welche finden. Das wird wahrscheinlich nicht gehen beim Regen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Chance auf Entzündung 0%, die auch vorher lesen können. Okay, also hier soll es Lianen geben. Und da sind Bäume, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und hier gibt es Lianen. 11 Stück gleich. Cool. Ich höre eine Schlange. Muss ich sie nur noch sehen? Was ist das? Breite Blätter würde ich sammeln. Geht auch nicht wegen der Schlange. Wo ist das Mistviech? Hier sind ganz viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe bisher. Ist das da eine Schlange? Ich sehe sie nicht. Ah, okay, das Fernrohr hat geholfen. Siehst du, das habe ich noch gar nicht geschnallt. Gut zu wissen. Siehst du das? Aber die sieht schon tot aus. Das ist auch eine tote Schlange. Muss hier trotzdem noch eine sein. Habe ich meinen Lianenbaum wieder verloren. Da vorne war der, ne? Ne, guck nochmal auf die Karte. So, da lang ist der Baum. Das ist er nicht.
Paradiesvogel, da hatte ich die breiten Blätter, wollte ich haben, ne? Geht immer noch nicht. Pass auf, wenn Essen noch... Achso, Essen wird auch nicht gehen. Muss diese blöde Schlange jetzt erstmal finden. Mal hier, ob die da irgendwo sitzt. Auf den Schrott. Kriegen wir nur Äste raus, kann ich ignorieren. Und so, als käme sie... Ist sie das? Ja. So. Gib Ruhe. Haltbarkeit des Werkzeugs reicht nicht aus. Kann ich die nochmal reparieren? Nee. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe. Ich muss das dann in Teilen machen. Och, nö. Wo kommst denn du weg? Ach, das war die Schlange. Ich glaube, wenn die einmal gepiekst hat, danach kommt die nicht mehr wieder. So, ich wollte mehr Seile haben. Oh, jetzt hat die Axt nur noch 4. Dann reparieren wir sie nochmal. Mal kurz noch was essen hier. Und zwar die Werte wieder hochkriegen. Und hier die Kokosnuss trinken. Und dann sollten wir soweit klar sein. Dann reparieren wir das gute Stück. Ich weiß, es regnet wie Sau, aber da bleibe ich jetzt einfach mal dran. Ich glaube, da kommen die englischen Gene so ein bisschen durch. Bei meinem Humor. So. Nochmal reparieren. Ganz schön teures Unterfangen, diese Seile. Aber wir nehmen sie mit. Jetzt hat die nur 8 Herzen. Ich glaube, ich kriege die nicht alle. Jetzt habe ich keine Steine mehr. So, und das hier war, glaube ich, die Blume. Die hatte ich schon. So, jetzt haben wir diese Lianen. Dann lasst uns mal eben gucken. Aupläne, Seil. Herstellen. So, und jetzt gehen wir nochmal zu... Ja, halber Engländer. Papa ist schuld. Wo war jetzt der Baum mit der Kartierung nochmal? Interessanter Gegenstand, war das der? Es hat ja aufgehört zu regnen, wenn man so ein bisschen aus der Vegetation... War das jetzt Schlange und Skorpion gleichzeitig? Ich muss echt aufhören zu rennen. Bisschen mehr auf den Boden gucken. Sonst bringe ich mich hier gleich noch selber um. Was haben wir da? Tabak? Habe ich noch irgendein Anti-Gift-Zeug? Ne, das heißt, ich muss zusehen, dass ich mir gleich einen Skorpion kralle. Und ein Omelett haue ich mir noch rein oder ein Spiegelei. So, wenn es hier noch einen Skorpion gibt, hätte ich den ganz gern, damit wir uns dann gleich noch ein bisschen Gegengift machen können. Ich glaube, ich habe mich jetzt total verlaufen. Irgendwo hier oben war das, wo ich hin musste. Meine ich. Also da lang. So. Genau, Papa hat so die klassische, die Geschichte Army. Und dadurch dann halt in Deutschland stationiert gewesen, dann Muttern kennengelernt. Und ja, dann bin ich irgendwann entstanden und dann wurde geheiratet und dann gab es noch ein paar Kinder mehr. Und jetzt sind die Engländer ja alle abgezogen mittlerweile. Und ja, aber Papa ist schon viel, viel früher aus der Army. Ich glaube, als er 28 war, ist er rausgegangen und hat sich dann in Deutschland was gesucht. War für ihn ziemlich böse der Schritt, weil er war eigentlich Sanitäter bzw. Arzt bei der Army, aber das wurde in Deutschland kein Stück anerkannt. Aber familientechnisch hat er es nicht bereut. So, hier ist wieder diese Höhle bzw. dieser Steinaufbau mit dem Schlangending da hinten. Und von hier aus war es doch auch nicht mehr weit zu dem Baum. Ich glaube, das war einfach nur hier runter. Machen wir mal langsam, kaum noch Energie. Da unten ist schon wieder so ein Viech. Komm her. Habe ich jetzt daneben gepiekst? So. Wo war jetzt der große Baum?
Da ist der große Berg. Von hier sind wir gekommen letztes Mal. Da ist er. Also gehen wir wieder rein ins Gebüsch und gucken mal, ob wir den hier irgendwo... Da war dieser komische, dieses komische Ding, was hier an der Wand hing. Da ist es. Weiß zwar nicht, ob das so wirklich vorgesehen war, aber ich nehme es mit. Ach cool, und da ich die Leiter jetzt platziert habe, bin ich hochteleportiert worden. Nice. So, dann kartografieren wir mal noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal nach dem Wildschwein. Dann geht es wieder zurück nach Hause. Ich denke mal, ein Gegengefährlich bald mal brauchen. E. Und nochmal kartieren. Mal gucken, was ich dann aufdecke. Aktuelle Höhe 120. Das müsste ja hier einen Riesenbereich mitnehmen. Mäh. Schlechtes Wetter, ernsthaft? Kann ich hier pennen? Ja, aber bin ich nicht regengeschützt. Da ist ein Nest. Auch das noch. Egal. Penn trotzdem. Und zwar erstmal für eine Stunde. Wetter ist nicht besser. Steht immer noch Nebel drin. Ich habe mit dem Glück, mit dem Wetter aber auch überhaupt kein Glück. So, noch einen Versuch mit einer Stunde und dann kann ich schon die ganze Nacht durchpennen. Mal los, einen machen wir noch. Wow. Wird trotzdem nicht gehen, nehme ich an, ne? Tee, um zu warten. Ja, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Wir machen 11 Stunden draus. Und was haben wir jetzt? Wieder Nebel? Die wollen mich doch auf den Arm nehmen, oder? Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, hier ist viel zu wenig Sonnenschein in dem Spiel. Zumindest immer dann, wenn ich es brauche. Regen. Irgendwann muss ja auch mal Sonne kommen. Starker Wind. Immer noch Regen. Soll ich jetzt mal 2 Stunden pennen? Hallo, wir probieren das mal. Ich hocke jetzt schon 24 Stunden auf diesem Baum oder länger. Und wir hatten nicht einmal Wetter, was brauchbar war. Jetzt habe ich schon eine triefende Nase. Aber gut, das kriegen wir gleich zu Hause alles wieder aufgeheilt. Jetzt ist es nur bewölkt. Das müsste zum Kartieren doch reichen. Jawohl. Wo? Okay, alles klar. Das. Da haben wir jetzt die halbe Map aufgedeckt. So, ich glaube, hier irgendwo ist die Base. Müsste ich eigentlich noch mal auf die Bäume, auf denen ich schon drauf war. Zumindest hier hinten auf dem Baum. Und da auch noch mal kartieren. Dann würde er wahrscheinlich hier den kompletten Rest aufdecken. Dann weiß ich immer, wo ich was kriege. Und falls ich irgendwann noch mal hier hinten ins Startgebiet komme, könnte ich mich da auch noch mal draufsetzen. Aber im Moment sehe ich da noch keinen Anlass für. Weil alles, was ich hier kriege, kriege ich auch irgendwo anders. Wildschweine, Nabelschweine. So, die hatten wir doch auch hier. Ich glaube, das waren die, die wir da hatten. Oder waren das die? Ne, die hier waren es. Dann gehen wir da jetzt als nächstes hin. Nur gucken, jetzt ist wieder dunkel. Das heißt, es sieht wieder keiner was. Ne, komm, wir pennen jetzt einmal durch. Das hat keinen Wert. Ah, guck mal. Jetzt, wo wir alles erledigt haben. Da scheint die Sonne. Aber darüber beschwere ich mich jetzt nicht. Wir wollen ja am Wildschwein jagen gehen. Da kann das nicht schaden. Jetzt habe ich natürlich nichts gegen meine Vergiftung. Muss gleich was trinken. Noch mal einen kleinen Umweg zum Strand machen. Kokosnuss habe ich nicht mehr. Jetzt mein ganzes Essen schon verdorben. Hä? Machen wir uns so einen rein. Hier haben wir noch was zu trinken drin. Oh, jetzt habe ich diese Palmen-Datteldinger gegessen. Ja, dürfte auch nicht so schlimm sein.
So, die Werte reichen mir. Dann einmal ausrichten. Haben wir schon. Speer in der Hand und los geht's. Mal gucken, ob wir ein Wildschwein erledigt kriegen. Oh, Backe, hier geht's ganz schön tief runter. Aber das sollte gehen. Da habe ich schon Schlimmeres überstanden. Das war nicht gut. 9 Schaden. Also ich muss sagen, der Pfeilschaden ist echt minimal. Die Schnittwunde ist nicht mehr so schön. Okay, also wir müssen auf jeden Fall nochmal ein Lagerfeuer machen. Oder gehen wir jetzt vielleicht erst nach Hause. Über den Strand Palme holen. Ja, wobei doch, wir schaffen es um Wildschwein. Das sollte kein Problem sein. Wir probieren es nochmal. Ich habe es schon einmal versucht. Das war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge. Boah, hier sind gleich voll viele von den Viechern. Den Stein nehme ich mal mit, dass ich reparieren kann. Und da war ich im Prinzip fast tot. Also der macht super wenig Schaden. Das Wildschwein. Und wir aber auch leider. Aber ich habe jetzt ein paar mehr Speere in der Tasche. Da müsste das hinhauen. Und ich glaube, das ist sogar genau die Stelle, wo ich mit dem Wildschwein das letzte Mal gekämpft habe. Ah ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Muss ich da nochmal hoch? Jetzt kenne ich den Weg ja und laufe nicht wieder 20 Umwege. Wo ist das Viech? Jetzt mal hat es mich angegriffen. Das war doch hier eben, oder? Da hinten. Das läuft vor mir weg. Natürlich habe ich jetzt eine Schlange erwischt. Kann das sein, dass das den Schaden vom letzten Mal behalten hat? Boah. Wildschweinhaut. Minus 95 kriege ich gar nicht alles mit. Da müssen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Tierisches Fett kennen wir nicht. Sehnen kennen wir auch nicht. Frische Haut kennen wir nicht. Wir kennen alles nicht. Dann mache ich erstmal von allem nur eins. Mal gucken, ob wir da mit der Haltbarkeit hinkommen. Passt genau. So, dass wir zumindest mal alles haben. Und ein Skorpionsbiss, natürlich. Wir müssen dringend nach Hause. Ich hatte doch eben noch einen Stein eingesammelt. Baupläne. So ein Ding. Inventar, der eine Stein müsste jetzt fast kaputt sein. Oder ist er sogar schon komplett kaputt? Nö, der hat noch. Hey, wieso kann ich denn die Sachen... Hat der mich unterbrochen gerade? Ach nö. Das war der falsche Knopf. So. Jetzt aber. Ernten. Ja, er scheint mich unterbrochen zu haben, der Skorpion. Jetzt sind wir auf 0. So, das heißt, das Ding kann ich einmal zerstören. Und hier gehen wir einmal auf Baupläne und stellen uns noch einen her. Und dann sollte der Rest immer noch nicht funktionieren. Wie sieht es mit meinem Gewicht eigentlich aus? Ne, da bin ich ja auch total überladen, ne? Nehme ich das? Ne, ich nehme die Haut mit. Bin ich auch schon mit überladen. Essen ist eigentlich nicht das Problem, aber ich wette, das ist gutes Essen. Wir nehmen das mal mit. So, los geht's. Und dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Ich habe jetzt genug Material, um Verbände zu bauen, dass wir mit den ganzen Krankheiten hier fertig werden. Und ich glaube, einmal zum Strand müssten wir vielleicht noch runter, wenn ich nicht hier irgendwo noch ein paar Blätter ziehen kann. Hier zum Beispiel. Ja. Ach jo, ich kann das ja im Ganzen tragen. Guter Hinweis, vielen Dank dafür. Hoffe, ich finde es jetzt wieder. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da oben ist es doch, oder? Ja. Kann ich den Rest zu Hause auseinanderbauen. Ah, geht aber jetzt scheinbar nicht mehr. Hätte ich von Anfang an machen müssen. Kriege ich nicht mehr angezeigt. So, ich gehe diesmal hier hin. Och, Mann. Einfach ignorieren. Mistviecher.
Die Schlangen sind echt eine miese Nummer. Zu dieser Palme hier will ich hin. So. Jetzt sind wir ganz leicht überladen. Und jetzt passt's. So, und jetzt laufen wir einfach nur gerade zum Häuschen da hinten. Ohne irgendwas mitzunehmen. Da ist schon wieder so ein Vogel. Ich noch nicht. So, dann laufen wir einmal hier rum. Ah, das sind die gelben Blätter, die brauchen wir nicht. Ich kann eh nichts mehr tragen. Los geht's. Und Sonnenbrand kriegt er gleich auch noch. So, aber ich glaube, das war tatsächlich eine gute Idee, hier meine vorläufige Base zu bauen, weil da unten am Strand werden wir dann gleich anfangen, das Schiff zu bauen. Vorausgesetzt, das Material, was ich habe, reicht. Sonst müssen wir gleich nochmal los und mehr Schweine besorgen. Aber jetzt weiß ich ja, wo man sie kriegt. Sieht man ja ganz gut. Aber vorher kartieren wir da hinten noch. Vielleicht gibt es hier welche, die näher dran sind. Da muss ich nicht ganz so weit laufen. Triefende Nase hat sich verschlimmert. Ja, alles gut. Das ist alles kein Problem. So, Brennstoff. Ich habe keinen Brennstoff. Großer Ast, den kann ich bestimmt benutzen. Guck mal, ich hätte hier sogar noch eine Liane gehabt. So. Ach, der Behälter ist schon voll. Nehmen wir den. Kann ich das Ding reparieren? Ja, das geht. Machen wir das einmal und reparieren mal die komplette Rüstung durch. Hier ist ja noch mehr kaputt. Das Ding ging, glaube ich, noch nicht. Da brauchte ich nämlich auch ein Stück Leder für und Sehnenfaden. Habe ich noch nicht. Hier hätten wir einen Skorpion, damit wir uns gleich was kochen können. Und hier haben wir auch genug Brennmaterial eigentlich. Lange Stöcker kriege ich hier ohne Ende. Mal gucken, ob ich die dafür benutzen kann. Und hiervon. Ja, der lange Stock reicht ja. So, zünden wir den Spaß einmal an. So, dann lasst uns mal eben sehen. Als erstes brauchen wir das, damit ich mich wieder heilen kann. Und ein normales Verband, damit ich mich verbinden kann. So, da kümmern wir uns jetzt drum. Also, ich habe einmal den Schnitt und die Vergiftung. Die kriegen wir jetzt beide weg. Jetzt einmal das Ding hier. Und einmal das Ding hier. So, dann sind die beiden weg. Die Grippe, die kriege ich weg, indem ich beim Feuer bleibe. Oder ich glaube mit das war die Hibiskusblüte. Die habe ich noch nicht gefunden. Müsste ich auch mal gucken, gleich auf der Map, ob wir da irgendwo was finden können. Aber dadurch, dass wir am Feuer sind, sollte das auch kein Problem sein. Dann lass uns jetzt mal kurz alles verkochen. Da geht nichts. Ah, okay, das geht aus dem Fleisch. Machen wir das. Hiervon dürfte ich ein paar haben. Machen wir das noch fertig. So. Bin ich gerade am Überlegen, ob ich mit dem anderen Kram kann ich nichts machen. Also ich werde jetzt wahrscheinlich Werkbänke bauen müssen. Sonst geht es hier nicht weiter. Lampenöl, verarbeitete Haut. Ja, aber Werkbank. Okay, dann gucken wir mal eben, was brauche ich denn genau? Verarbeitete Haut. Das heißt, ich brauche jetzt die Gerber-Werkbank. Da führt kein Weg dran vorbei. Maschinen. Normale Schreiner, Hauttrockner. Lianenseil und langer Stock. Platzieren. Machen wir so. Packen alles rein, was wir haben. Was gerade gar nichts ist. Langer Stock hatte ich hier drin. Ne, den habe ich zum Verbrennen genommen, ne?
Ach, ich muss erst das Seil herstellen, sonst wird das nichts. Wo habe ich es hingepackt? Hier. Baupläne. Lianenseil, 2 Stück. Craften. So, und jetzt fehlt noch 4 lange Stöcke. Da muss ich jetzt gucken, dass ich Platz ins Inventar kriege. Schmeiß jetzt einfach mal alles raus, was wir hier haben. Wobei, stopp, das nicht. Das kann ich gleich in Dings platzieren. Das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben. Das bleibt auf jeden Fall hier. Genau wie das. Und das sollte reichen für die langen Stöcke. So, 4 von den langen Dingern. Die holen wir jetzt noch schnell, bevor es dunkel wird. Und dann pennen wir. Und dann sollte unsere Nase wieder fit sein. Da vorne an den Bäumen, da müsste ich die langen Stöcke direkt herkriegen. Los geht's. Den hatte ich schon. Den hatte ich noch nicht. Habe ich jetzt meine Steine? Auch die habe ich mitgenommen. Na Gott sei Dank. Reparieren, reparieren. Ich glaube, die Axt kann ich wegschmeißen, ne? Ist die Frage, was brauche ich für eine neue? Weil die kann ja gar nichts mehr. Ach, da fehlt jetzt ein kleiner Stock. Warte mal. Was habe ich denn hier alles weggeworfen? Skorpionskadaver. Ach, hier habe ich die Paradiesvogelblumen weggeworfen. Okay, aber das war ein Inno-Angelköder. Dafür brauchte ich eine Schaufel. Das hilft mir gerade nicht. Dafür brauche ich auch eine Schaufel. Scheitert es jetzt echt an einem Stock? Ich habe hier hinten irgendwo... Da sind sie, die Büsche. So, jetzt haben wir genug von denen. Und jetzt kriegen wir unsere Axt wieder hin. Ich könnte eigentlich sogar die verbesserte bauen. Na, ist egal. Wir bauen jetzt erstmal nochmal so eine. In der geschützten Kiste halten die Lebensmittel doppelt so lange. Okay, das ist gut zu wissen. So. Ich nehme mal gleich noch einen Schwung mehr mit, wenn wir noch können. Ja, ist die Axt schon wieder komplett aufgebraucht. Und dann bauen wir das Ding auf und gucken mal, ob ich damit diese Gerberbank freigeschaltet bekomme. Ich hoffe es doch sehr. Vermutung ist jetzt einfach daher, weil es links daneben steht. Getrocknete Teejuhhaut und einfach getrocknete Haut. Okay, warte mal. Die hatte ich doch hier irgendwo reingeworfen, ne? Wildschweinhaut. Ich muss erstmal so eine Ressource haben, damit ich die herstellen kann. Okay, also wird das nicht die Voraussetzung für die Gerberbank sein. So, aber komm, wir pennen jetzt erstmal kurz. Sechs Stunden sollte reichen, um meinen Schnupfen weg... Ach, wir machen noch einen. So. Zack. Und dann wird gepennt, dass wir den Schnupfen hier wegkriegen. So, 9 Stunden. Oh, stoppen. Irgendwas ist ja immer. Und ich habe gerade nichts da, was irgendwie doch das hier gibt, Flüssigkeit. Habe ich hier noch was drin, was Flüssigkeit gibt? Bis vor kurzem hatte ich gar keine Probleme mit Essen. Jetzt mittlerweile sieht das schon ganz anders aus.
alles weg. Datteln habe ich noch. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Gut, dann pennen wir mal weiter. Fünf Stunden. Gucken, ob das hinhaut. Das hat geklappt. Schniefnase ist besser, aber noch nicht optimal. Ich brauche aber erst was zu trinken. Es hilft nicht. Habe ich Kohle dabei? Jawohl. Dann gehen wir jetzt einmal da runter. Ich hole noch mal einen Satz lange Stöcker hier vorne. Dann hole ich da hinten Kokosnüsse, dass wir uns hydrieren können. Und dann klettern wir einmal hoch auf den Baum. Kümmern uns um die Karte. Den hatte ich wohl schon. Ach, jetzt die Axt schon wieder hin. Okay, so viel zu den langen Stöcken. Gucken, ob wir die Kokosnüsse dann überhaupt kriegen können. Wahrscheinlich nicht. Ach Mist, das sind Datteln. Wollt doch Kokosnussbaum. Ich glaube, die da hinten habe ich alle schon. Also das Spiel hat einige Facetten, die einem ganz schön das Leben schwer machen können. Aber das finde ich gut. Jetzt mal wieder was anderes. Schneider brauche ich dafür. Ist ja schon wieder kaputt. Egal, kann ich einen herstellen? Jawohl. So, das sollte mich wieder auf Vordermann bringen. Okay, also habe ich die falsche Haut erwischt. Gut, müssen wir gleich noch mal gucken, dass wir da irgendwie klarkommen. So, damit ist das Thema schon mal vom Tisch. Da kann ich angeln. Ich brauche noch eine Süßwasserquelle eigentlich, damit ich meinen Bambus-Dingsbums wieder auffüllen kann. Aber da werde ich hier wahrscheinlich nicht fündig werden. Ich glaube, da hinten waren noch Bäume mit so anderen, irgendwie Brot, Fruchtbrot oder so hieß das. Können wir vielleicht auch noch mal was von holen. Ach, guck mal, hier habe ich ja sogar noch ein Feuer aufgestellt. Boah, die Bäume sind echt elendig hoch. Ah. Wir machen es trotzdem noch mal. Drachenfrucht, die habe ich auf dem Weg nach oben gefunden. Sind jetzt diese Monumente eingetragen, die ich gefunden habe? Oder was ist das hier? Chroniken. Die habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen hier. Da kann man angeln. Tonia, Salbei. Also direkt unter uns. Und sonst gibt es hier oben noch Fleisch ohne Ende. Orangenbaum habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Und Dattelpalmen. Aber keine größeren Tiere irgendwie. Hier waren wir. Spezialobjekt. Steinablagerung. Also das Größte, was ich sehe, sind Wildschweine bis jetzt. Schakal. Müssen wir da mal hin. Gibt es noch Bananen? Eukalyptus. Okay, also das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre der Schakal. Ein Auffangbehälter für Regenwasser. Gut zu wissen. Ich glaube... Machen wir vielleicht eine kleine Planänderung. Eigentlich wollte ich heute Richtung Schiff, aber ich habe so ein bisschen gerade den Eindruck, jetzt schon eine Dreiviertelstunde hier am Gang und kommen irgendwie nicht voran. Wir sollten uns vielleicht doch erstmal
mit ein paar Crafting-Utensilien ausstatten, dass ich mal besseres Werkzeug habe, eine Axt, die nicht gleich wieder kaputt ist und eine Werkbank und so weiter, damit wir dann auch mal gucken können, was können wir für Material bauen und so weiter. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, deswegen wollte ich jetzt zu diesem Schiff vorpreschen, dass man das alles aufs Floß bauen kann. Dann hätte ich das eh mobil gehabt, weil es scheint so zu sein, dass man mehrere Inseln besuchen muss. Dann hätte ich halt nur einmal was gebaut. Aber gut, machen wir es jetzt öfter. Also das hat nicht funktioniert. Dann lass uns mal einmal schnell gucken, was brauchen wir denn für den, wo ist er? Unter welcher Kategorie sind die Tische? Hier. Normale Werkbank. Ach, guck mal, da muss ich nur zwei Lianenseile machen und dann läuft das schon. Die habe ich noch hier. Zwei Stück. Ah, jetzt fehlen die Palmenblätter. Ja gut, da müsste man nur kurz an den Strand führen. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal meinen Schnupfen weg. Es wird ja gleich noch schlimmer, das bringt ja dann auch nichts. Das kann rüber. Dem Ei kann ich nichts anfangen. Davon behalte ich. So, die packe ich auch mal mit rüber. Bin ich erstmal zufrieden. So, rein damit. Entzünden. Guck mal, ich mache das mit der Fackel. Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Wie lange brennt das jetzt? Steht das hier? 5 Stunden 26. Er würde jetzt wollen, dass wir 8 Stunden schlafen. Wir schlafen 5 Stunden. Hat noch nicht gereicht. Dann schmeiße ich da nochmal so einen dicken Ast rein. Und dann pennen wir nochmal. 4 Stunden. Ah, das ist cool. Man kann die Werkbänke dann einfach umbauen. So. Die Kisten auch? Ah, guck mal. Wie cool ist das denn bitte? Nein, jetzt ist das Feuer ausgegangen. So, jetzt sind wir bei 6 Stunden. Ist noch was zu essen. Neun Stunden. Dann schlafen wir einen Moment länger. Was soll's. Ja, muss ich direkt wieder zweimal pennen, aber ich will diese Erkältung weg haben, sonst ist sie gleich wieder rot. Positiver Effekt vergeht sowieso. Jetzt ist alles wieder schön. Sehr gut. So, dann können wir uns jetzt ganz in Ruhe einmal mit den Werkbänken auseinandersetzen. Hier sind sie drin. Zwei lange Stöcker, vier kleine Stöcker und zwei von diesen Lianen. Für die Lianen brauchte ich die anderen Dinger. Und dann bauen wir uns jetzt als erstes mal eine ordentliche Axt. Was brauche ich dafür? Eine Liane und eine Steinaxtlinge. Eine Liane können wir uns noch leisten, sobald ich das andere Ding habe. Und wie kriege ich diese Steinaxtklinge zusammengeschraubt? Brauche ich wahrscheinlich wieder so einen dicken Stein für, ne? Nicht sogar. Jetzt habe ich zwei von den Steinschneidern. Das ergibt auch keinen Sinn. Prozent. Ich lege es in eine Kiste. Und die Lianen auch. Das haue ich mir rein. So, und dann gehen wir jetzt nochmal runter an den Strand, gucken nach den großen Blättern. Sonne hat er wieder. Was konnte ich denn hier mit diesen Schädeln nochmal machen? Da ging ja auch irgendwas. Ah ja, Knochen. Die brauchen wir aber nicht. Brennnesseln brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Lianen und dafür brauchen wir diese Blätter. Die gibt es hier Gott sei Dank in Hülle und Fülle.
Kein Werkzeug erforderlich sogar. Sehr schön. Machen wir das Inventar direkt voll damit. Poppy, hi. Schön, dass du da bist. So. Ich denke, da kommen wir jetzt erstmal mit aus. Wird auch schon wieder dunkel. Was liegt hier? Ein Stein. Baupläne. Oder brauche ich einen großen Stein auch noch für? Okay, die habe ich jetzt natürlich alle verblasen. Ja, dafür ist Dark Copy. Finde ich schön. Werkbank wollte er bauen, ne? Und dafür brauchte ich die Dinger hier. Baupläne. Ich glaube, zwei Stück waren es. So, Crafting. Hier ist er drin. Und jetzt brauchen wir noch zwei lange Stöcke und vier kleine Stöcke. 2, 3, 4. Och, nö. Wir müssen noch mal raus. Ich habe schon wieder meine ganze... Ach nee, einen langen Stock kriege ich ja ohne die Axt nicht. Ja, dann hilft ja nicht. Da muss ich wieder eine kleine Axt basteln. Weil ich das Ding hier nicht zusammenkriege. Dann machen wir es so. Stein haben wir ja Gott sei Dank gerade gefunden. Wo ist er? Ja, den brauchen wir. Und jetzt gehen wir schnell runter. Da vorne zu den langen Bäumen. Oder zu den dünnen und holen nochmal eine Rutsche lange Stöcke. Jetzt passt's. Und direkt noch eine, damit wir das Feuerchen dann auch laufen lassen können. Und dann gucken wir gleich mal nach dem Wasserbehälter, was du eben geschrieben hast. Oder sollten wir das vielleicht erst machen? Weil an Wasser komme ich ja jetzt auch nicht mehr so gut ran, ne? Da muss ich erst so eine Kokosnuss für basteln. Dafür einen gebrannten Topf. Und dafür auch Kokosnussgefäß. Das wäre das Einzige, was ich jetzt aktuell bauen kann. Der Rest ist aber kein Problem. Okay. Nee, dann machen wir jetzt trotzdem die Werkbank. Und dann kümmern wir uns danach um das Kokosnussgefäß. Platzieren. Kann ich die hier draufstellen, zufällig irgendwo? Hier in die Ecke, da wird es gehen. Rohstoffe rein und bauen. So, Steinsäge, Obsidiansäge. Die kann ich doch direkt bauen, oder? Und die Dinger habe ich auch. Guck mal. Obsidian-Scherben habe ich. Und Feuersteine auch. Obsidian-Axtklinge. Wie kriege ich denn die? Kann ich bauen. So. Ein Seil und einen langen Griff. Langer Griff habe ich auch schon irgendwo gesehen. Da brauche ich den Stock für. Mal gut, dass ich den aufgehoben habe. Das finde ich echt cool, dass der einen zu den Gegenständen rüberlinkt. Ja, die habe ich echt lange suchen müssen, die blöde Tafel. Bin da bestimmt auch 5-mal dran vorbeigelaufen, wenn nicht sogar noch mehr. Das war nicht cool. So, Obsidian-Axt. Jetzt fehlt noch das Seil. Das sollte aber kein Problem sein.
Und wir haben die Obsidian-Axt. Nein, jetzt brauche ich noch einen Hammer. Wo kriege ich denn den wieder weg? Hier, Holzhammer. Ich brauche noch mal einen großen Ast und einen kleinen Stock. Für die Holzschaufel brauche ich auch einen großen Ast. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die herbekommen habe. Langer Stock. Großer Ast beim Wildschwein. War hier nicht auch irgendwo diese Süßwasserquelle, die der Typ mal eingezeichnet hatte? Warte mal. Journal. Hier. Wie war das? Ist das hinter dem Berg? Nee, das ist noch hier viel weiter unten, ne? Da irgendwo muss das sein. Gut, dann ist das aber auch keine Option für den Moment. Okay, also wir gehen zurück zum Wildschwein, holen uns da die großen Äste. Die brauchen wir auf jeden Fall, um weiterzukommen. Und wenn wir eh schon in die Richtung laufen, würde ich sagen, gehen wir auch direkt nochmal hier rüber und holen uns nochmal einen Schwung Lianen. Weil die brauche ich auf jeden Fall. Die Obsidian-Axt hatte ich doch jetzt gebaut. Ging nicht wegen dem Hammer. Das heißt, ich muss mir noch mal eine normale Axt bauen, sonst kriege ich die Sachen ja gar nicht abgebaut. Und dafür brauchte ich noch mal Stock und Stein. Das kann ich mir unterwegs besorgen. Dann schmeißen wir den ganzen Kram jetzt erstmal raus. Die Kiste ist schon wieder voll. Die aber nicht. Das auch. Rest nehmen wir mit. Die hatte noch eine Haltbarkeit von 5. Und wenn ich die repariere, geht die hoch auf 72. Die will ich behalten. Und die hatte noch... Geht auch hoch auf 72. Achso, plus 52. Ich habe an der falschen Stelle geguckt. Plus 67. Okay, nee, dann behalte ich die jetzt erstmal beide noch. So, also Thema Wildschwein nochmal. Feuerstein muss ich noch rausschmeißen. Hätte ich wahrscheinlich auch. Also die anderen vier, die habe ich sofort gesehen, im Vorbeigehen. Aber die eine, die lag so blöd an dem Stein, die habe ich einfach nicht gesehen. Also die anderen, gut, 5 Minuten wahrscheinlich nicht. Aber die anderen habe ich wirklich sehr, sehr schnell gehabt. Das war kein Problem. Da wäre noch mal was zu essen, wenn wir es denn haben wollen. Zweimal gleich. Okay, er hat ein Stück von mir gegessen. Treffe ich die nicht mehr? Machen wir es so. So, ich glaube, ich brauchte hiervon was. Das ging ohne Werkzeug. Los geht's. Und ich brauchte Steine. Wo kriege ich die her? Ne, da rennt es genau in dem Moment los, das blöde Viech. Wo ist meine V? Da. Hier muss es doch irgendwo Steine geben. Ah doch, ich glaube Steine habe ich zumindest noch nicht eingezeichnet gehabt. Bis auf das Steinvorkommen hier oben auf dem Berg. Die sind da, aber ich habe noch keine Spitzhacke. Deswegen bin ich leider darauf angewiesen, welche zu finden, die einfach in der Gegend rumliegen. Das sind wieder Brennnesseln, das ist Kamille, das bringt uns alle nichts. Gehen wir hier nochmal ein bisschen den Berg hoch. Vielleicht rennen wir auch mal kurz einmal schnell nach oben.
Die Schlangen scheinen... Na, ich kam noch davon. Und da liegt auch ein Stein, glaube ich. Nee, verdorbenes Essen. Okay, also die Viecher sind wieder nachgespawnt. Das heißt, ich muss aufpassen. Und ich hoffe, ich erkenne die Abzweigung noch, die ich letztes Mal verpasst habe. Hier war eine Sackgasse. Hat meine Fackel eigentlich noch? Weil ich lasse die mal brennen. Verliert die Haltbarkeit. Aber nicht, wenn ich sie in der zweiten Karte habe. Ghost Hunter, hi, schön, dass du da bist. Ja, so ein paar Karten habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich habe auch eben noch den Hinweis bekommen, dass man die... Das ist ein Skorpion, ne? Warum flüchtet der? Auf zu zappeln. Planänderung. Nehmen wir mit. Haben wir noch mal ein bisschen Gegengift. Was gab es hier? Drei Stöckchen, brauche ich auch wieder die Axt. Hier war die Drachenfrucht, die wird aber noch nicht wieder nachgespawnt sein. Ne. Noch ein Brett, hier ist ein Stein, sehr schön. Damit können wir jetzt unsere Axt reparieren. So, also ich habe jetzt die mit der 5 Haltbarkeit. Die bringt plus 67. Und wenn ich die mit der 20 Haltbarkeit repariere, bringt plus 52. Ja, dann nehme ich die andere natürlich. Haben wir das schon mal geklärt? Ah, okay, das ergibt Sinn. Hier haben wir nichts. Die Drachenfrucht hatte ich auch schon. Ja, aber hier vorne müsste gleich... Da ist wieder eine Schlange. Zack. Gleich wieder mehrere davon. Wo bin ich denn? Hier oben ist der große Stein. Den nehmen wir natürlich auch mit. Den mache ich diesmal aber nicht klein. Nee. Dann war es in der anderen Richtung. Wo ich hin will. So. Dann gehen wir einmal schnell rüber. Jetzt haben wir ja auch schickes Wetter. Da unten liegt noch ein Stein. Den habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Und dann ging das hier hoch. So, hier wieder vorsichtig. Ich glaube, hier waren wieder irgendwelche Schlangen. So, hier sind diese Steinhäufchen. Ich nehme jetzt mal so viel mit, wie geht erstmal. Und wenn ich mir noch ein paar Kisten zusammenzaubern muss. Ja, das ist zu viel. Ja, ich wollte Wasser holen. Komm, wir nehmen sie erstmal mit. Oh, geht nicht mehr. Na gut. Welcher Weg war es? Ob der hier? Nee, der war's. So, und irgendwo müsste hier das Lehmbecken sein. Dadurch, dass es ja schon wieder geregnet hat, müsste ich auch meine Flasche dort wieder auffüllen können. Da ist es schon. Hier war auch alles voll mit Schlangen. Da. Direkt zwei nebeneinander. Nee, das brauchen wir nicht. Sag mal, wie lange bleibt denn das Zeug eigentlich liegen? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Level 4 im Werfen. Ja, hier habe ich einiges hingeschmissen. So.
Na, das ist nicht sonderlich viel, aber es ist in Ordnung. Das ist alles vergammeltes Zeug, lass mal liegen. Da lag das Lehmzeug. Ach, das ist die Süßwasserquelle. Okay, das ist natürlich nicht so viel Süßwasser. Dann müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir das andere Ding noch bauen. Was schmeiße ich dafür weg? Das kann raus. Ich trenne mich jetzt von einer Axt und von dem Ding und dann sind wir wieder am Start. Ah, und das war die Abzweigung, wo ich falsch abgebogen bin beim letzten Mal. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir direkt wieder zu der Stelle. Wir haben auch gerade sauberes oder schönes Wetter, besser gesagt. Das ist jetzt Spoiler-Alarm für die, die die dritte Folge noch nicht gesehen haben und das Spiel selber nicht spielen an der Stelle. Weil das ist der Ort, den wir da erkundet haben. Aber ich gehe jetzt nur einmal rein und kartiere. Ich gucke auf den Fußboden. Dann seht ihr nichts. So gut es geht. Skorpione in der Sonne tun nichts, haben wir gelernt. Und hier wollen wir einmal eine Kartierung machen. Höhe 166. Das ist ja richtig übel hoch. Zieh mal durch. Okay. Das hat uns quasi die Hälfte der Map aufgedeckt. Das sind auch Wildschweine, aber ich sehe immer noch keine Tiere. Bis auf die Schakale hier oben. Da ist aber ein neuer Baum für einen Kartografen. Okay, gehen wir jetzt erstmal zurück. Ah, und der Wasserbehälter ist jetzt auch eingezeichnet. Sehr cool. Wo bin ich denn letztes Mal runter? Ich glaube hier. Bin ich kackendreist hier runtergehüpft? Ich glaube schon, dass ich das gemacht habe. Immer Stufe für Stufe. Nee, habe ich nicht. Aber der Fallschaden ist hier echt niedrig. Hoffe nur, ich bleibe jetzt hier nicht irgendwo stecken. Genau. Aber wir haben festgestellt, das war auch der ursprüngliche Plan, heute das Thema Schiff anzugehen. Das Problem ist, ich bin noch sehr, sehr weit davon entfernt. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich baue jetzt erstmal, weil ich habe ja noch gar nichts wirklich gebaut. Noch keine Werkbank, kein nix. Und deswegen habe ich da jetzt meine Prioritäten nochmal verschoben. Dass wir da noch ein bisschen was hinbekommen. Ich bin, glaube ich, auch noch nicht einmal gestorben. Kann man das irgendwo nachgucken? Ich weiß, glaube ich, nicht mehr genau, was passiert, wenn ich jetzt sterbe. Ist mein Zeug dann weg? Ich glaube, das hier ist definitiv nicht der Weg, den ich jetzt mal genommen habe. Aber es ist jetzt zu spät, um das nochmal zu korrigieren. Naja, wir werden es jetzt gleich wissen. Nein, wir haben bis zum letzten Punkt überlebt. Ah ja, gut, dann ist es ja gut, dass wir runtergejumpt sind. Sehen wir denn unsere Leiche wenigstens? Okay, dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Also ich müsste auf jeden Fall irgendwo hier am Hang liegen. Das hat er alles mitgenommen, aber alles, was in der Tasche war, ist weg. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal hier runter. Gucken mal am Hang lang, ob wir die Stelle wiederfinden. Ah, so ein Ärger. Aber wenn das jetzt weiter oben passiert wäre, hätte ich nichts gesagt. Aber das war, glaube ich, wirklich der letzte kleine Aufschlag hier unten. Kann jetzt natürlich überall liegen, aber ich glaube hier tatsächlich nicht. Und nochmal. Wüsste nicht mal, wie meine Leiche aussieht. Aber das werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Ja, ich glaube, wir sind weiter da drüben. Vielleicht finden wir das Wildschweinchen nochmal. Habe ich denn meine Fackel noch? Ja, die habe ich noch. Und sie leuchtet übrigens immer noch.
Was ist denn das hier? Oha, ob wir den wiederfinden? Ich glaube, so tief im Wald war es, glaube ich, nicht. Nee, so mittig ist das gar nicht. Das Lager habe ich ja in der... zeige ich gleich. Aber da waren wir ja eben. Das Lager habe ich... Das ist doch ein paar Meter nur vom Strand weg. Da müsste ich eigentlich einen Weg dahin finden. Warte mal, ich kann doch einfach auf der Map gucken. Da ist doch das Ding, was wir gerade eingesammelt haben, ne? Und ich bin hier nur so ein bisschen hin und her. Doch, dann sind wir von der Höhe her schon mal richtig. Also hier müsste es irgendwo sein. Das bring dich nicht gleich nochmal um. Ich weiß halt nur nicht, wie ich meine Leiche erkenne. Da ist Hibiskus. Nehme ich mit. Damit kann ich nämlich... wieder Skorpione. Skorpione nicht heilen, sondern Schnupfen. Ich will mal noch mal gucken. So sieht also Hibiskus aus. Ja, den gibt es ja dann öfter. Aber es gibt... Viel zu weit gelaufen. Kommen Sie mal ran hier, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe es gerade auch gemerkt. Es wird doch auf der Map eingezeichnet, habe ich jetzt gerade gar nicht so gesagt. Dieses Sternchen hier ist es. Habe ich das schon mal irgendwo gesehen? Ah, interessanter Ort. Deswegen habe ich das ignoriert. Heruntergefallene Tasche. Laufen wir mal noch ein Stück weiter. Irgendwo hier muss die sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist, wieder hier Berge hochzurennen, aber... Wie weit sind wir weg? Noch ein Stück. Noch ein Hibiskus. Nehmen wir gleich mehr mit. Ich war zwar pippepappe überladen. So, und jetzt hier rein. War ich doch noch ein Stückchen höher. Da könnte ich langkommen. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn ich jetzt an meine Leiche nicht rankomme. Bin ich doch nicht bis nach ganz unten gekommen. Wie ursprünglich vermutet. Na, 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 na. Da vorne wäre eine schöne Passage gewesen. Versuchen wir es hier nochmal. Sonst muss ich das gleich einfach aufgeben. Also hier geht es nicht. Mit dem Sprungsystem hier noch nicht so ganz vertraut. Nur mit dem Abstürzen, da kenne ich mich schon mal aus. Okay. Ja, aber das ist ja keine finale Base, die ich dahin baue, sondern das sollte eigentlich nur ein Standort sein, um das Schiff zu bauen. Der Hafen ist ja optional. Ich weiß gar nicht, ob ich, oder das Dock, ob ich das überhaupt direkt am Anfang schon mitmachen würde. So, versuchen wir es mal nochmal von hier. Hier waren wir ja schon ein bisschen weiter oben. War das hier? Doch. Ich
Also ich habe rausgefunden, man kann beim Springen mit der Schnelllaufentaste auch größere Höhen überwinden. Aber es klappt auch irgendwie nicht immer. Noch nicht raus, womit das zusammenhängt. So, aber ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich da, wo ich hin musste. Ich müsste genau. Da ist er. Da ist er. Boah. Wir haben ihn. Und wir können damit auch noch laufen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo wieder lebend runterkommen. Ja, gut, wir waren dann doch nicht ganz unten. Naja, aber die Quest hat mir ja den Strand gezeigt. Letzten Endes, als ich durchs Fernrohr geguckt habe, habe ich ja genau den Strand angeguckt, wo ich das jetzt aufbaue. So, also großer Ast wäre noch ein Ziel. Jetzt haben wir ja wieder eine Axt. Weiß ich nur nicht mehr, war das er hier? Nee. Er auch nicht. Die hier waren es, glaube ich, mit den großen Ästen. Jawohl. Den hatte ich tatsächlich schon mal. Nehmen wir den. Kriege ich sogar hin, nur überladen bin ich dann. Da muss ich dann gleich mal gucken. Laut Quest soll man. Ach so, wegen dem Journal, was man ganz am Anfang bekommen hat. War das ja am Boppes der Welt. Zumindest aus aktueller Sicht. Ist die Fackel kaputt gegangen? Was kann ich jetzt rausschmeißen? Oh, das tut mir gerade in der Seele weh, was ich hier tue. Aber wir wollen ja ankommen. Da die Sachen eh Ewigkeiten. Ja gut, aber dann ist ja nicht so schlimm. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich schon ziemlich weit vorne im Spiel, wenn ich das richtig verstehe. Wenn es tatsächlich Portpunkte sind, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich auf dieser Seite der Insel auch einen habe. Also ich stand ja da oben auf dem Berg mit dem Fernrohr und habe genau diese Küste hier angeguckt, weil ich da vorne, glaube ich, zu dem Felsen hin sollte, der im Wasser ist. War der ursprüngliche Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, das hier zu machen. Ja, wie gesagt, ich baue sowieso erstmal das Floß und wo auch nichts dagegen spricht, dass ich einmal hier rumschippere, weil letzten Endes der andere Platz, da habe ich ja auch schon ein Bettchen gebaut. Müsste jetzt noch mal gucken, wo das war. Müsste ja hier irgendwo gewesen sein. Da ist der Strand. Ich glaube, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Also da müsste man nur einmal kurz hier rumtuckern. Das wäre jetzt auch nicht das Riesendrama. Nee, nee. Also ich bleibe auf jeden Fall hier. Weil da hinten ist der Felsen, wo ich hin soll. Und das gucken wir uns dann an. Und wo ich den Hafen baue, brauche ich jetzt ja noch nicht entscheiden. Das kann ich ja später nochmal machen. So, jetzt sind wir wieder hier. Gesundheitstechnisch geht es uns gut. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Warum bin ich überhaupt losgelaufen? Weil ich einen Hammer bauen wollte, damit wir hier Sachen machen können. Das heißt, ich würde jetzt erstmal anfangen und mir nochmal eine Kiste herstellen, damit ich meine Taschen wieder leer kriege. Was kosten die große? Zwei lange, sechs kurze Stückchen. Bräuchte ich noch einen kurzen Stock? Habe ich sowas noch? Natürlich nicht. Schade. Das war für die bessere Axt, passt da aber nicht rein. Die passen da teilweise rein. Skorpion, stapeln die sich, jawohl. Und den Hibiskus würde ich da auch noch mit reintun. Ja, muss ich wieder kleine Stöcker holen, damit das funktioniert. Lange Stöcke habe ich, kleine fehlen halt noch.
So. Dann machen wir einmal schnell ein bisschen heier. Hunger und Durst blockieren mich. Ja, da habe ich mich jetzt natürlich überhaupt gar nicht drum gekümmert. Weiß nicht, ob ich das verkochen kann. Müssen wir gleich mal gucken. Wildschwein-Stoßzähne habe ich bekommen. Und hier ist auch nichts, was ich gerade verspeisen kann. Fleisch hätte ich. Gut, dann schmeißen wir das einmal an. Dafür opfere ich kleine Stöckchen, dass wir einmal kurz kochen können hier. Und los. Das reicht nicht. Ich glaube, das müsste gehen. Dann so. So, dann haben wir zumindest etwas zu beißen jetzt. Da hilft uns jetzt auch nicht so richtig, aber zumindest ein bisschen. Und wir schlafen. Ne, wir schlafen noch nicht. Ich gehe erst Büsche hacken. Ist gerade schönes Wetter draußen. Irgendwo da hinten waren diese Stachelsträucher oder waren hier nicht auch welche? Da unten sind sie. Ja, machen wir auch gleich. Ich habe dummerweise im Moment ja eh kein Essen. Ich will jetzt, also jetzt gerade möchte ich erstmal kurz dieses die Werkbank nutzen können, dass ich meine Werkzeuge verbessern kann. Weil das, was ich jetzt habe, ist ja Krampf. Ständig ist alles kaputt. Ich muss ständig Steine suchen. Ich bin ja im Prinzip die letzten 20 Minuten bin ich ja im Prinzip nur rumgelaufen, um meine Axt irgendwie hinzukriegen. Und das möchte ich jetzt mal weghaben. Ich hoffe, dass die nächste Axt ein bisschen besser ist, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben. Und dann diesen Wassersammler. Das wäre eigentlich noch eine höhere Priorität. Dafür brauche ich aber gleich erstmal noch eine Kokosnuss. So, ich glaube, von denen habe ich jetzt genug. Bin ich schon... Ah, ich habe die Steine nicht in die Kiste gepackt. Hier konnte ich nicht, weil voll. So, dann laufen wir jetzt einmal zurück. Ich glaube, ich bin bis jetzt in jedem Spiel, was ich gespielt habe, immer irgendwie ans Ende gekommen. Hat wahrscheinlich immer länger gedauert, als es hätte müssen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Night of the Dead beispielsweise spiele, das kenne ich ja mittlerweile schon bis auf die absoluten technischen Details. Aber ich sag mal, vom grundsätzlichen Gameplay her kenne ich da mittlerweile alle Mechaniken. Und da will ich natürlich schon, dass das optimal läuft in irgendeiner Form. Aber Spiele, die ich jetzt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal spiele, lege ich da nicht so Wert drauf. Kein bisschen. Da geht es mir eigentlich nur darum, dass ich das Spiel erkunde, dass ich Spaß dabei habe, dass ihr Spaß dabei habt, vor allem auch. Und ja. So. Stellen wir diesmal eine große Kiste auf, wenn ich denn darf. Da war's. Platzieren und bauen. Mal gucken, wie viel geht denn da rein? 80 Kilo. Sehr cool. Vielleicht sollte ich mir auch mal eine Kistenordnung irgendwie mal einfallen lassen. Wäre vielleicht auch mal eine coole Idee. So, was brauche ich, um das Ding zu reparieren? Lampenöl. Wo kriege ich dich wieder her? Das habe ich eben schon irgendwo gesehen. Lampenöl. Aus dem Fett an der Chemiewerkbank. Ja, die haben wir noch nicht. Hammer. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Haben wir einen Steinhammer? Könnte ich tatsächlich sogar direkt bauen. Ja, machen wir auch. Also, große Kiste, das Ding raus und einen Hammer bauen. Überspringen wir den Holzhammer, bauen wir gleich den Steinhammer. So, und dann war das nächste, was ich bauen wollte, die Obsidian-Axt. Das konnte ich hier dran machen. Aktuelles Objekt, Obsidian-Axt, jetzt habe ich den Hammer und los geht's. So, und ich glaube, jetzt sind wir werkzeugtechnisch doch mal, da ist der Hammer, schon mal gut ausgestattet. Dass wir da erstmal klarkommen, dann schmeiße ich das raus. Ich glaube, den Hammer muss ich ja nicht mit mir rumschleppen, oder?
Die Werkbank auch ein Inventarslot? Nee, leider nicht. Harpune. Feuersteine wollte ich noch bauen. Ein Bogen. Wäre auch eine schöne Sache zum Jagen, ne? Harpune mit Stoßzahn. So ein Ding könnte ich auch bauen. Hätte ich einen besseren Speer. So, aber wir wollten jetzt ja erstmal gucken, wegen dem, das muss ich in dem anderen Menü machen, Wasser. Und zwar dieses Kokosnussding. Und für das Kokosnussgefäß, geht hier drin nicht, muss ich wieder hier machen. Das kann ich schon bauen. Wenn ich eine reife Kokosnuss und ein Lianenseil habe. Haben wir noch Lianen? Haben wir. Bisschen rohes Fleisch haben wir noch. Das verdirbt aber schon gleich. So, dann schmeißen wir kurz alles raus, was wir hier noch so haben. Und dann gehen wir einmal an den Strand und suchen uns ein paar Kokosnüsse. Da können wir eigentlich gleich in diese Richtung gehen. Weil hier waren ja nur die Datteln, hatten wir eben gesehen. So, und ich muss auch sagen, ich finde diesen Strand hier schöner als die anderen. Weil bei den anderen, da stehst du halt am Strand, guckst nach vorne und siehst halt nur Meer. Hier siehst du noch ein bisschen was von der Landschaft. Also ich denke mal, ich werde entweder hier, diesem Teil hier, das Floß anfangen zu bauen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Klicke ich das an und setze es, so wie die Gebäude? Oder muss ich das in meinem Inventar komplett herstellen? Das müssen wir alles noch rausfinden. Und dann wird das hier gesetzt und dann stechen wir in den See. Ist hier eigentlich irgendwie Unterwasserwelt für uns? Also ein bisschen Pflanzen sind da, aber irgendwas anderes sehe ich jetzt nicht. Und mit den Pflanzen kann ich auch nichts anstellen. Gut, dann wieder raus. Killer Fipsi, moin, schön, dass du da bist. So, da vorne gibt es hoffentlich ein paar Kokosnüsse. Jawohl, nehmen wir alle mit. Und dann trinken wir auch direkt mal was. Geht nochmal. So, und hiermit konnten wir jetzt diese Kokosnuss-Trinkflasche bauen, ne? Das war die. Da brauche ich jetzt nochmal Liane, die habe ich natürlich nicht mitgenommen, aber wir gehen jetzt hier erstmal nochmal den Strand weiter ab. Hier liegen nämlich noch mehr Kokosnüsse. Sind die eigentlich haltbar? Ohne Ende sogar. Sehr schön, dann nehme ich mir da mal einen kleinen Vorrat mit. Können wir auch einpacken, wenn es hier gerade so rumliegt. Und noch ein paar mehr von den Trinkkokosnüssen. Vielen Dank, Grüße zurück an Marcel. Da haben wir was. Nehmen wir die. So, also es ist ja ein Early Access Spiel, ne? Und ich sag mal so, wenn wir jetzt hier die Story, ich weiß nicht mal, ob die komplett fertig ist, da habe ich mich gar nicht reingelesen in dem Bereich. Wir werden hier jetzt erstmal spielen, soweit wie wir kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch ein bisschen was entwickelt wird in naher Zukunft oder vielleicht auch in langer Zukunft. Und wir hier nochmal eine zweite Staffel von machen werden. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, wo ich dann anfangen werde, noch weitere Sachen zu machen. Story meinst du, ist schon komplett fertig? Schildkröte hatte ich schon, die brauchen wir nicht. Baupläne. Warum zeigt er mir die nicht an? Jetzt. Ein Stück craften. Ah, ist noch nicht fertig. Entschuldigung, habe ich eben nicht richtig gelesen. Genau. Deswegen, also da ist die Chance groß, dass wir da noch eine weitere Staffel hier sehen werden. Und da kümmern wir uns dann um solche Sachen kümmern. So, ich glaube, Kokosnüsse habe ich jetzt genug. Lianen habe ich oben. Damit sollten wir in der Lage sein, so einen Wasserauffangbehälter zu basteln. Und dann sollten wir hier auch die Wasserprobleme vom Tisch haben.
Sag mal, da Salbei, das brauchen wir nicht. Habe ich noch Inventarplatz? Ich nehme mir noch ein paar Stöcker mit. Wenn wir jetzt eh schon mal hier unten sind. Wer jagt mich? Ach, da oben ist wieder ein Nest. Kommt der hier nicht ran wegen dem Felsen? Gehen wir mal kurz hier rüber. Ich glaube, der hat abgelassen. Dann nehmen wir die mit. So. Die brauchen wir nicht. Die nehmen wir noch. Sehr schön. Was rennt da? Nochmal ein Huhn. Ich versuch's nochmal. Boah, das war schon knapp. Da kriegen wir gleich noch so einen Versuch zum geradeauswerfen. Hätte ich den in der Hand behalten, den blöden Speer. Nee, komm. Das brechen wir ab. Sonst renne ich hier den ganzen Tag dahinterher. Wo ist mein Speer jetzt hin? Da hinten. So. Einmal den Wasserbehälter und die Kokosnussflasche. Wo habe ich meinen Lianen hingeschmissen? Hier. Blätter hat er. Passt. Dann geht das jetzt los. Einmal Liane. Was ist denn Lianengürtel? Weiteren Werkzeugslot. Können wir auch gleich nochmal gucken. So. Und dann die Kokosnussgefäß craften. Und jetzt sollten wir die anderen... da ist er. Kokosnuss-Regenwassersammler. Da brauchen wir jetzt nochmal ein Seil und ein breites Blatt. Seil craften und ein breites Blatt müsste ich auch haben. Habe ich tatsächlich schon gemacht, ein Wildschwein getötet. Hatte aber das Problem, dass ich das nicht alles tragen konnte. Und ich dann das Wildschwein nicht mehr wegtragen konnte. Aber nächstes Mal werde ich das Wildschwein einfach mit durch die Gegend tragen. Und dann kriegen wir das auch alles hier mit nach Hause. Wassersammler. Müde ist er. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Muss ich den nach draußen stellen? Steht da irgendwas drin? Macht ja eigentlich Sinn. Ja, Regenwassersammler. Ich muss an einen Ort für das Quellen ihn mit dem Rüttigen. Blablabla. Okay, alles klar. Dann stellen wir das Ding einfach mal hier. Zack, zack und der Hammer bringt minus 21 Minuten. Stopp mal, dann pennen wir halt erstmal. Einmal schlafen bitte. Haben wir irgendwas anderes außer Erschöpfungserscheinungen nicht? Schade eigentlich, ich hätte gerne über Nacht jetzt das Wasser noch mitgenommen, aber wenn wir es nicht fertig kriegen, dann ist das halt so. Fertig bauen. Einen Vorteilspunkt erhalten. Sehr cool. So, da würde ich jetzt zum Beispiel auch noch mal gerne einen Tipp entgegennehmen, wo ich da am besten rein sollte. Ich bin da immer ein bisschen unentschlossen bei den Sachen. Ich habe jetzt einen in Lernen gemacht. Für mich persönlich den Hintergrund, weil ich dadurch ja schneller irgendwie die EP bekomme und dadurch schneller besser werde. Und einmal in diese Sicht habe ich einen reingesteckt. Jetzt haben wir einen übrig. Soll ich den aufheben oder soll ich den hier noch irgendwo mit reinpacken? Lernen 2. Was bringt Lernen 2? Ach, da brauche ich 2 Stück für. Das heißt, ich muss warten. Sowieso. Und die Sicht, da ist mit dann wahrscheinlich das hier gemeint. Ne, das ist Konzentration. Lernen. Besserer Schlaf, Hunger, Durst, Krankheiten. Mit Sicht meinst du wahrscheinlich hier Konzentration. Oh, Copy, ich wollte einen Punkt, nicht alle.
Ja, aber dann würde ich jetzt tatsächlich auf zwei in Sicht hier sparen. Was bringt das? Hebt im Grunde die Überreste von Tieren hervor und ermöglicht es mir, die Spuren von verletzten Tieren zu sehen. Ah ja, gut, das ist schön. Das hilft mir dann nachher beim Jagen. Das nehmen wir. Wie funktioniert das Gerät hier? Oder passen nur 10 Wasser rein? Das heißt, ich muss also wirklich auch regelmäßig da dran, um mir was rauszuholen. Kann ich da jetzt ein Gefäß einfach reinstecken? Geht das? Ich hatte doch irgendwo, wo habe ich es? Habe ich das weggeworfen? Also hier reingeworfen, meine ich. Oder habe ich das vorhin bei meiner Wildklickerei einfach mal auf den Boden gepfeffert und habe es nicht wieder mitgenommen? Sieht ganz danach aus. Wasser. Trink. Versuchen wir nochmal anders. Hier rüber. Das Ding wäre natürlich auch noch interessant. Ne? Dafür bräuchte ich aber nochmal einen Bambusstock. Langer Stock. Dalbergien. Großer Ast. Langer Stock. Ich habe Bambus schon irgendwo hier oben. Okay, das ist dann... Hier wäre auch noch was. Wo sind wir nochmal? Hier oben. Ja, da müssten wir nochmal hier diesen Berg hochdackeln. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Das haben wir ja schon einmal gemacht. Okay, dann lass uns mal nochmal gucken, wie wir hier die weiteren Tische noch hinbekommen. Also, die normale Werkbank haben wir. Verbesserte Werkbank, da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Aber eigentlich nur den geteilten Baumstamm. Wie macht man den? Mit einem gewöhnlichen Baumstamm und einer Säge. Eine Säge konnte ich sowas schon bauen. Steinsäge und Obsidiansäge. Ja, konnte ich. An der normalen Werkbank. Und Baumstämme. Habe ich auch schon irgendwo gesehen. Aber wo? Oder waren das nur die großen Äste? Ich glaube, bis jetzt habe ich nur die großen Äste gesehen. Feuerstein würde ich gerade noch mal einen machen. Und ich glaube, so eine Säge mache ich mir auch. Ich habe ja den dicken Stein hier. Das war mal unsere Werkbank. Ach nee, den dicken Stein habe ich schon für was anderes benutzt, glaube ich. Habe ich schon wieder aufgebraucht, aber ich mache mir noch mal einen Feuerstein, weil mein Starter ist auch so gut wie durch. Los geht's. Das Ding gibt noch einen Vorteilspunkt. So, damit kriege ich dann die 2 in Konzentration rein. Los geht's. Ah, da sehe ich dann giftige Tiere besser. Cool. Es gibt so viel, was man bauen kann. Kann ich die große Kiste auch schützen? Was brauchte ich hierfür? Jetzt nochmal ein Seil und 3 breite Blätter. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen, würde ich, glaube ich, eine Kiste jetzt nehmen. Und würde dann nochmal hingehen und würde mal ein bisschen Essen sammeln gehen. Also jagen, damit ich hier was auf Vorrat habe. Und währenddessen auch Lianen holen. Das kann man ja sehr gut verbinden, da es die ganzen Viecher ja überall da gibt. Genau, das mit V habe ich schon rausgefunden. Komm erstmal wieder weg. Jetzt habe ich schon vergessen, was ich basteln wollte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, ich wollte eine Kiste aufwerten. Das wollte ich tun. Kriegen wir hier alles rausgeräumt? Alles nehmen. Upgrade. Upgraden. Und los. Und jetzt packen wir hier alles rein, was irgendwie nahrungstechnisch irgendwas zu bedeuten hat. Auch erstmal die Sachen ohne Haltbarkeit. Ich weiß, dass wir die vielleicht noch nicht unbedingt benutzen können.
Rohe Eingeweide kann man bestimmt auch essen. Tierisches Fett kann man essen. 17,5 Tage. Okay, also das ist schon ordentlich länger. Auch 17,5 in meinem Inventar. Achso, das ist das. 5,3 in meinem Inventar. Und 10,7. Also es scheint immer das Doppelte zu sein. Verdorbenes Essen packe ich auch hier rein. Dann kann das schön stacken. Und ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Tierische Sehnen. Was kann man denn damit machen? Wahrscheinlich irgendwelche Bogensehnen oder so. Das brauchen wir jetzt aktuell auch nicht. Wildschweinhaut, Rohrkolben. Hier ist jetzt auch nichts drin, was ich zu essen unbedingt machen wollen würde. Gudi. Packen wir einen davon rein, dass wir da auch ein bisschen was haben. Und wir gehen jetzt einmal zum Regenwassersammler und gucken, ob der schon voll ist. Trinken wir direkt leer das Ding. Okay, also bis der sich aufgefüllt hat, dauert auch schon eine Zeit. So. Dann laden wir jetzt den restlichen Kram aus und dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen schlafen. Wir brauchen wieder ein bisschen Energie. Und sobald es mit dem ollen Regen da draußen aufgehört hat, können wir dann anfangen und nochmal ein paar Tiere jagen gehen. Das war die Essensvorräte auffüllen. Fischgrätennadel, biegsamer Ast. Ich könnte wahrscheinlich alles in die Kiste hier reinstopfen. Dann brauche ich die andere Kiste gar nicht. Was brauchen wir hier zum Reparieren? Bestimmt das da noch. Das machen wir mal. Versuche jetzt mal alles hier reinzustopfen. Dann habe ich nämlich mehr Ordnung. Die rüber, die rüber. Das können wir gleich anziehen. Ja, das wird nicht ganz passen. Dann packe ich die ganzen Kräuter in die andere Kiste. Und alles, was mit Angelködern zu tun hat. Da ist schon voll. Gut. Packen wir jetzt den Rest hier rein und dann sollte das auch passen. Einmal leer, einmal leer, einmal leer. Und die Blattschuhe, was brauchen die? Auch nochmal die großen Blätter. Zwei Stück. Reparieren wir die auch gleich mit. So, dann gehen wir nochmal was trinken und dann schlafen wir. Noch ein Kokosbehälter. Gucken wir mal eben, ob wir den nochmal zusammengebaut kriegen. Ne, ich habe keine Lianen mehr. Aber die gehen wir ja gleich holen, sobald der Regen aufgehört hat. So, wir sind soweit fit. Wir brauchen ein bisschen was zu essen. Das können wir uns auch gleich besorgen. Beziehungsweise ich habe ja noch die großen Kokosnüsse. Die habe ich jetzt hier reingeworfen. Da könnte ich mir jetzt mal so zwei Stück von reinziehen. Das gibt, glaube ich, auch ein bisschen Essen, wenn ich mich nicht irre. 12 Nahrung. Ja, guck mal. Wir zumindest wieder auf dem Damm sind. Feuer brauchen wir nicht, können einfach schlafen. Machen wir wieder bis zum Morgengrauen. Und dann sollten wir auch lebenstechnisch wieder auf Trab sein. Kein neues Wasser drin, na herrlich. So, also Ziel sind Lianen und Tiere. Also gehen wir einmal hier rüber. Wobei, nee, Quatsch, die Liane habe ich schon gemacht. Die hier habe ich noch nicht gemacht. Würde ich sagen, holen wir uns die Liane und dann gehen wir hier einen größeren Bogen und holen uns die noch. Und da wären auch noch mal ein paar Wildschweine und Brotfrüchte. Und hier scheint es auch noch irgendwas Interessantes zu geben, was wir noch nicht gefunden haben, oder doch?
Können wir noch mal vorbeigucken. Ach, das Wasser verdunstet, okay. So, von der Richtung her müsste es passen. Und alles, was wir an Getier unterwegs sehen, schnappen wir uns. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die ganzen Kurzohrfüchse oder wie die heißen, gar nicht mehr nachspawnen, weil hier, wo ich immer langlaufe, ist nichts mehr. Warum wird das schon wieder so dunkel? Teilweise bewölkt. Da sind noch ein paar dicke Steine. Mehrere gleich. Die nicht so super schwer werden. Aber egal. Wir nehmen mit, was wir können. Da war noch was. Verdorbenes Essen, das ist mir egal. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal bereuen, die Aussage. Witzunder. Tabak. Lass ich auch erstmal liegen. Habe ich noch ein bisschen was von? Weiß ich ja dann, wo es das gibt. Ich suche gerade den Lianenbaum. Wo hast du dich denn versteckt? Ah, wir laufen genau drauf zu. Nee. Aber die geben kein Essen, ne? Dann kann ich die eigentlich auch einfach umlaufen. Da ist er, sehe ich. Ich glaube, da ist mein Lianenbaum. Da ist ein Wildschwein und es rennt schon wieder weg. Und ich habe schon wieder... Nee, das ist was anderes. Sind das Stinktiere oder sowas? Bananenbaum. Wo bist denn du? Nope. Das hier Bananenbäume? Nee. Da! Grüne Banane, reife Banane. Wir nehmen mal alles mit einmal. Das sollte uns auch was zu essen geben. Und dann müssen wir... da den Lianenbaum noch finden. Nehmen wir nochmal alles mit. Was soll das denn? Ah, okay. Gucke ich mir auch gleich nochmal an. Ach, guck mal, da unten sind gleich drei Stück. Die holen wir uns auch gleich. Da ist der Lianenbaum. Ja, nee, die müssen wir uns erst holen, weil sonst sind die ganze Zeit aggro. Seid brave Füchse, kommt her. Aber bitte einzeln. Ich habe ein bisschen Schiss, dass die beiden hier gleich zusammen auftauchen. Ich habe schon wieder daneben gestochen. Kann doch nicht wahr sein. So, den haben wir. Und einer noch. Wo bist du? Hat sich verzogen. Egal. So. Alles ernten. Minus 50 für die Obsidian-Axt. Schade eigentlich, aber ist egal. Wir brauchen die Dinger. Und dafür haue ich mir jetzt einmal eine Kokosnuss rein. So, die Banane plus 2 plus 5. Die grüne sollte ich also noch nicht essen. Die lagere ich dann zu Hause einfach ein. Aber die gelben kann ich jetzt essen. Natürlich habe ich jetzt Magenschmerzen bekommen. Was kann ich da nochmal gegen machen? Gesund essen. Und den Kamillensaft, den können wir uns zu Hause herstellen, das ist auch kein Problem. So, erste Diane haben wir. Wir haben ein paar Bananen mitgenommen. Nabelschweine. Aber das hinten war auch ein Nabelschwein. Kann das sein, dass wir noch gar kein Wildschwein erlegt haben, sondern nur ein Nabelschwein? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Okay, jetzt will ich ein Wildschwein sehen. Ist nur die Frage auf der Map. Die Respawn-Sachen wollte ich nachgucken. Ah, die Harpie kommt in einem Tag. Das Nabelschwein müsste noch da sein.
Nee, doch, es war ein Wildschwein, was wir hatten. Kommt auch in einem Tag. Aber hier unten ist noch eins. Dann gehen wir da jetzt noch mal einmal schnell runter. Passt. Und dann tragen wir das komplette Wildschwein mit nach Hause. Da rennt es wieder weg. Was bist du? Bananenpalme abgeerntete. Was verstehe ich denn falsch, Copy? Wo ist es da oben? Wie soll ich mich denn da mit bücken vielleicht? Das arme Tier. So, den nehmen wir. Und jetzt kann ich dich auf die Schultern legen. Und das sorgt auch nicht für Übergewicht. Sehr schön. So, dann laufen wir wieder zurück. Nö, ich brauche keinen Bogen-Copy. Geht auch so. Warte mal. Ich glaube, das war Stufe 3 für die Schlangen. Ne? Das Schwein sehe ich aber damit. Und was sind das für Punkte hier überall? Ist das... Ach, das sind die Spuren von denen. Alles klar. Bin ich denn jetzt auf Kurs? Kann nicht ausführen. Ich muss Artikel von meiner Schulter fallen lassen. Okay. Lass dir den Artikel fallen. Öffne die Map. Und die Richtung war schon gut. Dann laufen wir mal weiter. So, und dann können wir die Essenskiste einmal voll machen. Da haben wir damit zumindest schon mal keine Probleme. Ja gut, den Regensammler, der wird mich jetzt wahrscheinlich nicht für immer über Wasser halten. Was für ein Wortspiel. Aber sonst bauen wir einfach noch einen zweiten. Kokosnüsse gibt es wie Sand am Meer. Und Lianen sind auch nicht so selten, haben wir jetzt gesehen. Wenn man weiß, wo man sie findet, was jetzt passiert. Ach, wenn ich mit dem Schwein laufe, verbrauche ich Ausdauer. Ich habe nicht mal gesprintet, habe das gar nicht geschnallt. Sprinten kann ich auch gar nicht. Dauert jetzt einen Moment. So weit ist es aber jetzt nicht mehr. Da sind noch ganz viele Palmen. Da finden wir bestimmt auch noch ein paar Kokosnüsse. Auf den Geier habe ich jetzt keine Lust. Und einen Kamillenverband müssen wir uns gleich auch noch machen. Damit wir diese Lebensmittelgeschichte weg haben. Und ein Giftverband. Müsste ich aber beides herstellen können. Dass wir da dann wieder auf Stand sind. Zack. Und weiter geht's. Noch einmal über den Berg, dann haben wir es geschafft. Ja, aber da bin ich ja doch ganz froh, dass wir den Strategiewechsel jetzt nochmal eingeschlagen haben. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich viel länger hier unterwegs sind, als wir es hätten machen müssen. Aber ich bin ja immer noch nicht... Bin ich schwer an einem Vogelnest vorbeigerannt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja immer noch nicht so weit, dass ich die richtige Haut bauen kann. Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden, was ich dafür brauche. Also ich brauche, um ein Schiff zu bauen, egal ob das Floß, dafür brauche ich die verarbeitete Haut und hierfür auch. Moment, dafür brauche ich getrocknete Haut. So, und dafür brauche ich die Gerberwerkbank. Und die Gerberwerkbank
Dafür brauche ich einen geteilten Baumstamm. Und den kann ich scheinbar nur an der Werkbank herstellen. Das heißt, ich muss erstmal einen Baumstamm finden, wahrscheinlich, damit ich diese Gerberwerkbank herstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich für den Baumstamm nochmal ganz anderes Werkzeug brauche. Da hinten wäre auch noch ein Kartierungsbaum, ne? Okay, also das nächste Mal werde ich nicht von so weit laufen mit einem Schwein. Das ist echt übel. Mit 3 Meter gefühlt stehen bleiben. Ja, eine Säge habe ich tatsächlich schon gesehen. Die kann ich auch herstellen. Einmal aus den großen Steinen habe ich ja jetzt ein paar von dabei. Oder aus Obsidian. Müsste ich mal gucken, ob ich da noch was von habe. Weiß ich nicht. Aber da weiß ich ja auch, wo ich es finde. Baumstamm zu finden wird recht leicht sein. Ich weiß ehrlich, ich glaube, ich hatte schon mal einen. Oder konnte man diese kleinen Bäume doch richtig umhacken mit der Axt? Irgendwas war doch da. Bei einem normalen Baumstamm müssen wir gleich nochmal gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den eigentlich schon hatte. So, Schwein, du machst mal hier kurz Pause. Ich will mal gucken, ob ich was zu trinken kriege. Nope. Hat ja auch nicht geregnet. Ja, darf sich bei mir ins Bett legen so lang. Ah, nichts dreckig machen. So, hier haben wir die grünen Bananen. Die schmeiße ich jetzt da rein. Muss ich die eigentlich... Warte mal. Muss ich die craften, damit die zu gelben Bananen... Gebratene Bananen kann ich damit herstellen. Steht aber leider nichts dabei, wo und wie. Gebratene Banane am Lagerfeuer. Ja gut, lasse ich die erstmal hier drin. Kann ich mir dann später immer noch holen, genau wie den Kurzohrfuchs. 5,1 Tage, 2,6. Also auch der verdoppelt sich, sehr schön. Alle Lootbäume können gefällt werden. Ja, siehst du, ich wusste doch, da war irgendwas. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nochmal hier auf Ressourcen gehe. Da, halber Baumstamm zum Beispiel hatte ich schon. Hohlen Baumstamm hatte ich irgendwie schon mal hergestellt. Wo ist denn der ganze Baumstamm? Oder kriegt man nur halbe? Ja gut, aber das ist ja kein Problem. Wir haben eine Axt. Dann gehen wir jetzt mal einmal ein Bäumchen fällen. Ein Sägetisch. Bauen wir mal. Nee, da gibt es nur eine Säge, die ich so bauen kann. Hätte ich noch einen Obsidian, dann würde ich mir direkt eine Obsidian-Säge machen. Habe ich. Dann gehen wir einmal daran. Obsidian-Säge, los geht's. Zack. Habe ich Platz im Inventar? Nee, ich lade noch mal kurz was aus. Ach ja, die Kiste war ja voll, ne? Dann machen wir es hier rein. Ja, und jetzt ist die auch wieder voll. Herrlich. So, und jetzt gehen wir einmal kurz runter. Tauschen die beiden aus. Und fällen mal so einen Baum. Ja, ich gucke gleich nochmal. Erstmal will ich so einen Baumstamm jetzt haben. Soll ich keine Powerschläge machen? Oder war das dies Ach, das Umschneiden war's. Siehst du, ich wusste doch, dass ich das irgendwo schon mal hatte. Ja, dann schneiden wir um. Wie viel kann ich tragen, wenn ich jetzt den hier auch noch umschneide? Oder darf ich nur einen? Probieren wir gleich mal aus. Nochmal umschneiden. Eins und zwei. Nee, einer geht nur. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Tragen wir jetzt erstmal den einen hoch.
Zack. Und jetzt gucken wir mal eben wegen, ich gebe mal einfach Holz ein. Mal gucken, was wir kriegen. Holzhammer, Holzschaufel. Siehst du, die wollte ich auch nochmal gebaut haben. Kann ich jetzt sogar. Boah, große Verletzungsgefahr. Warte. Wir gucken nochmal in Maschinen rein. Ton Regenwassersammler. Das ist alles zum Kochen. Karren, Baumstammkarren. Brauche ich aber auch einen geteilten für. So, dann haben wir die normale Werkbank. Komplexe Herstellung. Dann haben wir die große Werkbank. Schreinerei-Werkbank, um Baumstämme zu teilen. Ein Baumstamm, 6 kleiner Stock, 2 Seile. Die bauen wir doch gleich mal. Ich habe schon wieder vergessen. Ich müsste es mal irgendwo anpinnen. So spät am Abend. Kann ich mir doch sowas immer nicht merken. Also, 6 Stöcker, 2 Seile. 6, 1, 2, 1, 2. Crafting, Seile. 2 Stück, los geht's. Und der Baumstamm, den muss ich wahrscheinlich in der Hand nehmen. Nee, Quatsch, ich kann die Dinger ja platzieren. Was mache ich denn? Nochmal her. Da. Da. Platzieren. Schade, dass ich hier nichts drauf packen kann. Die Bude ist zu klein. Muss ich gleich mal irgendwie noch anders bauen. Alles rein. Da liegt er. Hat er auch direkt reingepackt. So. Und jetzt holen wir den anderen Baumstamm. Hat nicht geregnet, aber ich gucke trotzdem rein. Könnte ja auch ein Tauwassersammler sein. Da ist er. So. Dann wollen wir mal schauen, wo die Reise hier hingeht. Bei Sons of the Forest, ist da die Story eigentlich mittlerweile abgeschlossen von den Entwicklern oder sind die da immer noch dran am Arbeiten? Oder gibt es da schon irgendwelche Ankündigungen? Da habe ich noch gar nicht geguckt, ob die Story da noch ewig brauchen wird oder ob sie die in Kürze mal fertig kriegen werden. Geteilter Baumstamm, den brauche ich. Und arbeiten. Noch 6 Monate. Ah ja, richtig. Die Early Access soll ja diesmal nicht über Jahre hinweg gehen, haben sie gesagt. So. Jetzt haben wir die Gerber-Werkbank. Und dafür brauche ich 3 große Äste und 2 Liaden. Und dann kann ich die auch schon bauen. 2 Liaden haben wir. Und 2 große Äste hat er auch. Okay. Hätten wir doch eigentlich mein Schiff schon von Anfang an basteln können. Aber... wusste ich halt nicht. Was zum... Achso, ich kann mich ja bei der Arbeit selbst verletzen. Ja, das klingt definitiv nach mir. Habe ich mein Zeug denn jetzt noch? Oder ist das dann weg? Seile knüpfen. Ja gut, das würde ich glaube ich in Real Life auch hinkriegen. Würde ich mich schneiden oder sonst irgendwas. Ja, langsam wird es hier echt voll. Fehlt noch einer. Habe ich. Hada. Und go. So, und hier brauchen wir jetzt die frische Haut. Die habe ich auch irgendwo hin. Das hat mein Opa auch immer gesagt. Faules Fleisch muss weg. Wieso platzieren? Ach so, ja, ich werde es wahrscheinlich drauflegen müssen. So, und jetzt kann ich mir das Boot angucken und jetzt ist das Floß schon fertig. So, und jetzt getrocknete Haut. Dafür brauche ich die verarbeitete. Das heißt, okay. Ist dann die Frage, was brauchen das an extra Ressourcen? Dauert das viel länger, wenn ich direkt aufs Kanu gehe? Wobei, das sieht für mich so aus,
Enthält Bett und Behälter zur Aufbewahrung. Geschwindigkeit 180 Meilen pro Tag. Oh, das ist dreimal so schnell. Dreimal so schnell. Nee, dann gehen wir direkt da drauf, würde ich sagen. Und dafür muss ich halt, wie gesagt, nur die Haut machen. Ja, dann machen wir das jetzt nochmal. Das ist dann die. Platzieren. Okay, das könnte ich jetzt natürlich schlafen, damit das funktioniert. Aber ich habe da eine bessere Idee. Ich nehme mir jetzt hier einmal zwei Stöckchen. Das schmeiße ich mal raus hier. Das auch, wenn es geht. Und dann machen wir einmal Feuer. Bräuchte noch einen Zunder. Habe ich noch Zunder? Außer den Rohrkolben. Ich hatte doch die Pilze vorhin aufgesammelt. Ne? Da ist einer. So. Machen wir einmal die Butze hier an. Und dann fangen wir an, die ganzen Sachen abzukochen, die wir hier haben. Während das hier und Verbände wollte ich noch herstellen. Dafür brauchen wir die und die. Und dann brauchen wir die. Kamille brauche ich. Was habe ich noch? Mäh, dem Tode nahe, weil ich wieder total übermüdet bin. Also gegen Gift brauche ich was und ich brauche Kamillensaft. Kriegen wir erstmal hin und ein normales Verband. Also erstmal normales Verband, her damit. Dann was gegen Gift, her damit. Und einmal Kamille, auch her damit. So, dann verarbeiten wir das einmal alles. Das wäre einmal er hier und einmal er hier. Status bis auf Müdigkeit, alles wieder tipptopp. Und jetzt verkochen wir noch. Wir machen erst die beiden. Stoppen. Mist. Ja, mache ich das Feuer gleich einfach nochmal an. Was soll's. Schlafen. Brauchen wir nochmal ein paar Stöcker. Habe ich ja jetzt genug von. Die können wieder zurück hier. Das auch. Und das wollte ich ja in die andere Kiste packen, habe ich gesagt. Hier rein. Kamille rüber, Skorpion rüber, Banane und so weiter verkochen wir gleich. Entzünden. Erstmal die beiden. Und dann die hier alle. Falsche Kiste, da soll das rein. Die halten 7,6 Tage. Dann schmeiße ich die jetzt darüber. Und die grüne auch. Die können wir direkt essen. Beide. Und gucken wir nochmal draußen im Sack. Da ist immer noch nichts drin. Dann müssen wir nochmal eine Kokosnuss essen. Und da wir ja ausgeschlafen sind, würde ich sagen, fangen wir an, das Ding hier zu zerlegen. Muss ich auch erstmal einen Steinschneider reparieren. Beziehungsweise 9 machen. Den zerstören wir. Baupläne, Steinschneider, craften. Und auseinandergebaut. Achso, jetzt darf ich es wegtragen. Ich verstecke es hinter dem Stein. So, wir haben noch mal frische Haut, die kann ich gleich noch mal verarbeiten. Und was hatten wir noch? Dekorative Elemente, die sind jetzt erstmal uninteressant. Speck, frische Haut will ich gleich verarbeiten. Das rohe Fleisch kann ich verkochen. Was ist das schon wieder für ein Geräusch? Ist der Geier da draußen? Jetzt das Ding schon wieder ausgegangen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Immerzu geht's aus. Da ist noch eine Wildschweinhaut. Mal gucken, was wir damit noch machen können. Ah ne, das ist auch die Trophäe, hatte ich da gesagt, ne? Ja. Dekoratives Element. So, was kochen wir denn jetzt? Wir haben Fleisch.
nur so wenig Fleisch da rausgekriegt? Oder habe ich das schon hier reingepackt? Ne, scheinbar nur das eine Fleisch. Okay, dann machen wir auch nur das eine. Craften. Hätte ich das Feuer jetzt gar nicht veranmachen müssen. Naja, jetzt ist es zu spät. Nutzen wir es noch. Mache ich mir nochmal einen Verband. Hiervon eins, davon eins. Ja, bin ich erstmal mit zufrieden. Craften. Craften. Dann haben wir ein bisschen was für unterwegs. Das können wir essen. Und jetzt gucken wir noch mal eben hier. Ist abgeschlossen, kann ich nehmen. Crafting. Schiff, größeres Schiff. So, wir brauchen noch mal zwei geteilte Baumstämme. Da kommen wir ja ganz schnell ran. Ne, Wildschwein hatte ich vorhin getötet. Kleine Stöcke, kein Problem. Rinde, kein Problem. Getrocknete Haut brauchen wir jetzt noch eine. Die habe ich ja Gott sei Dank schon in der Tasche. Dann machen wir die doch jetzt als erstes. Platzieren. Arbeiten. Dann hängen wir die nämlich schon mal auf. Platzieren. 18 Stunden. Dann kann die trocknen. Und dann haben wir unser Material zusammen, was wir brauchen. Warte mal. Wir gucken nochmal. Schiff. Anpinnen kann man das nicht, ne? Aber ich kann es platzieren. Dann kann ich die Sachen einfach reinwerfen. Haben wir da, haben wir da, haben wir da. Haben wir auch da, sonst besorge ich das. Baumrinde und geteilter Baumstamm. Also brauche ich nochmal einen Baumstamm. Und ich glaube, ich hatte hier noch Rinde liegen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel. Eine. Na herrlich. Dann lasst uns mal schnell einmal den Baumstamm organisieren gehen. Aufwerten kann. Boah. Das hätte ich kommen sehen müssen. Und das auch. Okay, ich bin aus seiner Zone raus. Ich piek's immer daneben bei dem Viech. Ich weiß nicht warum. Kommt nicht mehr wieder. Guti. Nee, das war der falsche Knopf. Nee, bei G kriege ich nur lange Stöcke raus bei denen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Dann müsste ich mir den Baum da hinten reinholen. Den hier. Nehmen wir mit. Ist ja was zu essen. Können wir jetzt gut einlagern. Ich ignoriere das Viech jetzt. Kann ich nicht, weil es mich jagt. Komm her. Na komm. Jetzt kommst du, oder was? Kann wohl nicht wahr sein. So, jetzt ist Schluss. Okay, also die Bäume spawnen nicht wieder. Aber ich bin ja auf der Insel eh nicht so lange. Also von daher kann das egal sein. Baumstamm und ab nach Hause. Kriegen wir gleich wieder Besuch vom Vogel. Boah. Na, egal. Da rennt ein Huhn. So, jetzt aber schnell hoch, bevor das Viech da wieder kommt. Ich wette, wenn ich den Balken hier fallen lassen muss, dann rollt er wieder bis nach ganz unten.
Das wollen wir nicht. So, da drauf. Jetzt gucken wir noch mal. Crafting, Schiff, Kanu. Das haben wir. Das haben wir. Die Rinde muss ich noch mal holen. Die kriegen wir im Wald. Getrocknete Haut, Hammer. Hammer haben wir auch. Cool. Würde aber trotzdem sagen, wir machen für heute erstmal Feierabend. Ja, ich werde langsam müde. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dann in der nächsten YouTube-Folge, jetzt muss ich kurz mal überlegen, heute ist die eine gekommen, Montag kommt dann die, die hier vor noch aufgenommen worden ist. Das heißt, dann wird wahrscheinlich Mittwoch der Stream dann laufen. Und dann könnt ihr nächste Woche Freitag dann mit einer neuen Folge rechnen. Ich weiß noch nicht, nächste Woche Donnerstag haben wir, ist ja hier dieser Girls Day. Da haben wir hier auch eine Dame bei uns in der Firma. Ich weiß noch nicht, wie weit ich meine Arbeit da gebacken kriege, wenn die da ist. Dementsprechend kann es sein, dass ich den Stream dann leider wieder ausfallen lassen muss. Nur schon mal als Info. Ich versuche es hinzukriegen. Ich weiß aber auch noch nicht, was wir dann spielen. Ob es dann dieses Spiel hier wieder sein wird oder Infected. Oder was ich auch schon überlegt habe, ich wollte gerne bei Space Engineers diese Szenarien machen, wo es dann auch ein bisschen mehr Action gibt. Und das wäre vielleicht auch eine Sache, die sich im Stream anbieten würde, weil das halt ja, etwas langwieriger ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Müssen wir mal gucken. Überlege ich mir noch. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Verabschiede mich an der Stelle schon mal bei allen, die gehen. Und dann würde ich jetzt einmal schnell schauen, wo wir hier nochmal jemanden raiden können.